So, meine Damen und Herren, da machen wir denn weiter. Dann nehmen wir mal innen, ob ich nicht gleich praktisch einen Heckausbruch habe. Auf jeden Fall haben wir da schon mal wieder einen Icebreaker gewonnen. Eigentlich hier auf der Eisfläche. Ich warte ja darauf, dass sie bei einer Spiel ein Patch reinsetzen, dass auch mal zum Beispiel die Eisoberfläche mal so brüchig werden kann oder einbrechen kann, dass man halt so offene Stellen hat, wo man drüber fährt, dass man praktisch sich im Loch sozusagen mal verstecken kann oder sich dann halt wirklich mal die Radaufhängung irgendwie mal kaputt fahren kann oder was. Also so Löcher in der Eisfläche wären geil. Weil dass das Eis dann vielleicht mal auch mal instabil werden kann, das wäre auch mal so eine geile Option. Oh, jetzt wird's aber dunkel. Fast eine Minute schneller im Ziel gewesen wieder. Aber ihr wisst ja, ich spiele auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, außer am Anfang, da bin ich auf Mittel gefahren.
Und da war es ja auch gut. Wenn sie ganz so ein Monster freischalten, davon habe ich nichts, Kollege. Hätten was anderes für machen können. Eher so Tuning-Teile, sage ich jetzt mal, als man bestimmt Autos damit tunen kann. Als irgendwelche Sticker. Ganz ehrlich. So, meine Damen und Herren, und an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zugucken und wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen.